Weiter geht's im Coop Chaos. Willkommen bei Forza Horizon 5. Miete das. Pala, das, irgendwas. Das alles. Dem Werner. So, jetzt gehen wir zum nächsten, ne? Keine Ahnung, was wir da machen. Das Plug-Away. 6 Kilometer Gravel da. Ui, okay. Ja, dafür habe ich das richtige Auto mit. Ach du Scheiße, schießt einer weg. Ich habe auch absolut falsche Auto für das. Ja, ich habe jetzt einen Hinterradantrieb für den Spaß, gell? Ich habe einen Bringling. Das sieht so geil aus. Ja. Wuhu! Na gut, sind Schäden nur optisch. Da kommt der Familie in Drogen. Oh. Auf 50 Stundenkilometer abgebremst. Bisschen zu langsam. Ja, meiner kommt im Sand nicht so gut zurecht. Keine Alben. Oh mein Gott. Es ist nur eine Frage des Tempos zu halten. Ja, das ist das Problem, wenn ich fliege, weil ich schön Tempo habe, dann lande ich auf der Sanddüne genau im falschen Winkel und bumm, bin ich bei ziemlich genau null wieder. Eieiei. Go, go! Fähigkeitenpunkt verdient. Wuhu! Hä, sind wir da? Nee, genau, ich habe auf dich gewartet. Oh, das ist nett. Ich habe jetzt extra umgedreht. Ah, komm, dreh dich. Was, Heck? Du kannst dich auf Stelle. Nee, nicht auf dem Sand. Der gräbt sich einfach nur ein. Känguru. Supi. Oh mein Gott, bist du schon weit. Aber ich sehe deinen Text. Alles gut, gell? Sehr gut. Au. Yay, mit 250 übers Feld. Gib ihm. Das ist schon geil. Schon jetzt, ich fahre einfach geradeaus durch hier. Straße, das Auto liebt Straße. Ah, da bist du. So, versuchen wir das auch mal. Das ist ein Dreckrennen. Schön schmutzig, mein Auto. Dein 6x6 ist noch in der Klasse drin. Keine Ahnung. Ah, X. Ja, ist aber, es funktioniert einigermaßen mit der Kolonne. Macht schon Spaß. Macht mehr Spaß als allein, muss ich sagen, gell? Darum gurken, sinnlos in der Gegend. Ja. Warten auf Veranstaltungsbeginn. Müssen wir auch noch andere dazu holen. Hat diese kein Forza? Nee, und vor allem auch viel zu teuer dafür, dass wir dann haben. Nee, mein 6x6 ist nicht drin. Nein! Schade. Aber nicht so wild. Dafür ist der drin. Der ist auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich den getuned habe irgendwann mal. Ich muss meinen Tanz ändern. Der geht mir auf den Sack. Ja, der ist dezent bescheuert. Für jeden geschlagen rot, okay. Mal gucken, ob ich es nicht schon wieder versemmel, wie blöd. Das war ja gerade eben schon peinlich. Er ist sogar wieder mit LKW dabei. Aus dem Weg. Ich will da lang. Nein, ich will mich nie drehen. Ich will nach links. Scheiße. Was zum? Danke. Nein.
dürfte sich auch so scheiße lenken, du. Ich bin noch auf 3. Schauen wir mal. Kurven sind schon böse mit dem Auto. Mit dem auch. Das, Der will nicht dahin lenken, wo ich lenken will. Geradeaus ist seine Lieblingsrichtung. Definitiv. Wie viele Runden haben wir? 3. Uiuiui, da kann viel schief gehen. Jetzt ist so eine Gewinnungsphase. Du bist Erster. Oh ja. Könnte ich mich dran gewöhnen. Aber hier heißt Abbremsen nicht wieder wie letztes Mal den Arsch der Heide fahren. Nein! Hat mich überschlagen beim Landen. Ach, scheiße. Ist so scheiße gelandet, dass ich einmal ein Salto gemacht habe auf der Rampe. Ich war direkt hinter dir. Ah, schön. Ah, jetzt bist du vorne. Tipptopp. Bin wieder hinter dir. So, und jetzt bitte gescheit landen, Auto. Ich renne alles ab in der Kurve. Ito. Okay, hier hatte ich Bremsen sollen. Definitiv bremsen. Boah, fuck, im Ziel angedodged an den Betonmauern, wo du nicht durchkommst. Oh Gott, ich flieg ins Hotel. Das ist natürlich fast genauso gut wie mein. Sie haben eben so eine Wall eingebaut, wenigstens das. Immerhin. Nein! Ey, Kinders! Es muss doch nicht sein, dass man hier mit dem Auto ständig sich überschlägt, wenn man landet, oder? Also das ist nicht das beste Streckendesign. Also ich lande schön. Ja, ich null mit dem Auto. Und auf 7. Schöner Scheiß. Der ist so total frontlastig, wenn der in der Luft ist. Das ist so ein schwerer Motor vorne drin. So unausgeglichen. Ich weiß nicht, ob du da noch was einstellen kannst. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, flache Sprünge nimmt er gut. Ja, hier landet er jetzt, naja, tipptopp würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber gut. Er landet okay. Jetzt ist drüber. Ja, hab noch aufholen können. Ja, wo sehe ich da jetzt? Ah, da unten. Okay. Ich bin 50.000. Und vor allem mit einem scheiß Lastwagen. Ein Lastalle ist an mir vorbei, ich klage. So, du hast zwar total überzüchtete Autos, aber ich will mal gucken, was du auf der Autobahn hinkriegst. Ja, ich weiß gar nicht, was mein schnellstes Auto ist, wenn ich ehrlich bin. Und vor allem, da ich ja mein Dings nicht eingestellt habe, kann ich mir nichts Schnelles runterladen aktuell. Aber... Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was mein schnellstes ist, wenn ich ehrlich bin. Autos.
Nein. Auto wechseln. Filter, nein. Sortieren hätte ich gerne X. Ja, du musst die Querfilter ein zuerst. Dann Fahrzeug Performance Klasse. S2X. Oh, da habe ich nur zwei Stück drin aktuell. R war das. Ach, der rechte Stick. Statistik 1 aus. Ah ja, Maßgeschwindigkeit. Ne, der hat schon 9,9. Okay, dann nehmen wir den. Ja, klar, lieber. So, dann suche ich dich mal wieder. Ja, sie solltest mich auf der Karte sehen. So, warte. Ah, du bist da am Anfang der Autobahn. Kann ich da A-Route festlegen auf dich? Ah, ja, Tatsache. In 100 Metern rechts abbiegen. Ja, da bist du. Da ist Pagai. Fuck, ist das ein Sprung. Über den Berg gesprungen. Ich bin zuerst mal. Ich hab den Ring voll ausgefallen. Aber ich weiß gar nicht, wie schnell der wirklich fährt. Also mit dem Porsche, mit dem richtigen Tuning, kommen wir problemlos auf 400. Aber den müsstest du auch haben, der Wander Deluxe dabei. Yeah, Baby, Salto. Das sehe ich einfach im Auto von dem Himmel. Mal auf die Autobahn und warte. Ich hab dich doch da hier irgendwo gehört. Schnitte. Da hinten bist du. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Bei nächster Gelegenheit enden. Ach so, er hat nur deine aktuelle Position ins Navi eingegeben. Okay. Das wird lustig. Ja. Ein 97er BMW. Yeah. Ah ja. 3, 2, 1. Gib ihm. Ja. Und bei 200 und du? Ja, der zieht schon weg. In 400 Metern scharf links abbiegen. 400? 200 Metern scharf links abbiegen. In 200 Metern scharf links abbiegen. Ah, bei 410 ist Schluss, so wie er eingestellt ist aktuell. Okay. Ja. Moment. Ich komme. Das heißt, du könntest mich einholen mit dem entsprechenden Auto problemlos. Ja, vielleicht schaffe ich es sogar mit diesem BMW. Ja, hab kein Tuning drin für Höchstgeschwindigkeit. Weil mit dem schafft man auch über 500, glaube ich. Das finde ich so ein Monster. Ich liebe den BMW. Guck mal in den Rückspiegel. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich will nie gucken. Oh, fuck. Vor allem falsche Auto für Höchstgeschwindigkeitsrennen. Also falsches Tuning einfach. Die Autobahn ist schon geil. Scheiße, ich hab's nicht mehr geschafft. Bist du irgendwo hängen geblieben? Nee. Ah, jetzt bin ich an dir vorbei. Ja, jetzt bin ich hier gerade auch am Bremsen. Aber ich will nochmal mit dem BMW zurückfahren. Kämmer, ich fahr ein bisschen vor, weil du hast die höhere Startgeschwindigkeit.
Das sag, wenn ich loslegen soll. Ja, cool. Das Handling von dem ja, Auto. Das bringt natürlich nichts, wenn du da auf dem Gras rumgurkst. Ja. Ah, ich hätte so ganz andere, aber ich muss echt meine Xbox-Einstellung ändern, damit ich das krieg. So eine Kacke, echt. Ich wusste gar nicht, dass wenn man sein Profil und so da komplett auf Block setzt, dass man auch die Sachen nicht mehr kriegt. Ja, jetzt habe ich einen Frontal-Crash gehabt. Ja, jetzt vorbei. Ja, das ist no chance dann. Boom, da kam er. Okay, war schon cool, wenn sie so vorbei ist. Denn? Ah, da muss er aus Tuning wechseln. Also mein BMW hat Spitze für 40. Hier 40 sogar. Ui. Nee, na, das ist nicht schlecht. Den habe ich eben nicht auf Geschwindigkeit, sonst könnte man mit dem geil. Ah, ich muss unbedingt wieder mein Dings für Geschwindigkeit kriegen. Ja. Ja, und danach will ich gerne auch noch das Tuning ändern, bitte. Danke. Ja, ist okay. Nicht berechtigt, ja. Beschleunigung, Handling, Geschwindigkeit. Ich nehme einfach den. Okay, so. Oh, da bist du. Hast du meine schöne Lackierung gesehen? Schwarz, ich glaube, die lädt er bei mir nicht wegen dem. Ah, schade. Willst du zum Start? Also, ich gehe ganz nach vorne. Oh, der ist so schön leise, der Porsche. Hörst du einfach gar nichts. Einfach nur schnell. Beim Handling bei Weitem nicht so gut wie der andere. Bei der großen Kreuzung wende ich. Jo. Oh, Brems, Junge. Man sollte ja meinen, Porsche hat gute Bremsen, aber bei Tempo 400... Warte, ah, Brems. Okay. 3, 2, 1, go. Ja, da zieht er davon, dem Elektro-Porsche. Eieiei, der zieht ordentlich davon, du. Das ist der Pagani, gell? Nee, das ist da der, Sonder oder so, dachte ich. Nicht? In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Ah, mein Navi nervt mich gerade ein bisschen. Das hätte ich wieder ausmachen sollen. Scharf links abbiegen. Bitte, Ben. In 400 Metern scharf links abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Der hat einfach zu wenig Spitze, dieser Kabel. 4,37. Ja, da bin ich auch. Also du ziehst mir nicht davon, aber du kannst mir auch nicht wegfahren. 100 Metern scharf links abbiegen. Und das mit dem Elektroauto, lecker. In 400 ist schon geil. Scharf links abbiegen. In 100 Metern. Er ist halt absolut ruhig, wie der hier lang fährt. Aber die Steuerung ist nicht der Hit für den Porsche, der ist echt nicht dafür ausgelegt. In 100 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Ah, ich wollte dich volle Knicke. Wegrammen. Foto,
von meiner Lackierung im WhatsApp. Ja, und ich sag mal, ciao zusammen, Waluschti, ich wünsche euch.